Hallo David, ich grüße dich. Hallo Heinz. Wir sitzen hier vor einem nagelneuen Boot. Wie groß ist die Vorfreude? Ja, ich freue mich natürlich riesig, das Boot endlich zu fahren. Morgen geht es auch gleich nach Prag, da kann ich das voll ausreizen. Und es ist einfach, man ist hochmotiviert, weiter zu trainieren für die Qualifikation. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Nationalmannschaft, wie weit bist du? Was sind die nächsten Ziele, also jetzt die kurzzeitigen Ziele? Also ich bin ja derzeit in den C-Kader, das ist die U23 Nationalmannschaft. Bin aber jetzt noch nicht qualifiziert, zum Beispiel für eine Europameisterschaft. Das sind dann die nationalen Qualifikationen am 3. und 4. Mai in Augsburg und am 10. und 11. Mai in Markkleeberg. Markkleeberg, gar nicht so weit weg. Ich verspreche dir, ich komme vorbei, ich nehme es auf. Dann ein schönes neues Boot. Genau, dann natürlich, deswegen ist das ja jetzt hier. Und deswegen habe ich das auch jetzt schon eher, damit ich mich damit einfahren kann, das probieren kann, ganz genau weiß, wie das läuft und damit dann auch gar keine Probleme geben dann beim Wettkampf. Die Gera Arkaden oder auch die Bürger von Gera, die hier in Arkaden dann ja für dich gesponsert haben, haben dir also eine große, große Sorge abgenommen. Ja, auf jeden Fall und auch eine riesen Motivation mir gegeben und freue mich einfach. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe von dir ein Video gesehen, liebe Zuschauer, wir werden es auch zeigen, in Dubai im Trainingslager. Wann war das? Na, das war über Neujahr, also 2 Wochen waren wir dort und es war natürlich mal was, das ist neu dazugekommen und da natürlich mitten im Winter, wo man normalerweise mit Paddelhandschuhen und dicken Sachen auf der Elster rumpaddelt, kann man da mit kurzen Sachen rumpaddeln, manchmal auch gar nicht, weil es einfach warm ist. Und es ist natürlich wunderschön, nochmal dort Techniken zu üben, die man dann einen Vorteil hat gegenüber anderen Konkurrenten, da die halt noch in Deutschland hier paddeln müssen. Und das war unglaublich, auch in Dubai einfach mal zu sein. Die haben dann also praktisch so einen Kanal mitten in die Wüste gesetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das kann man sich so ungefähr vorstellen. Also das ist nicht direkt in Dubai, das ist noch mal ein bisschen mehr im Land, also auch nicht am Meer. Mitten in der Wüste, da wird halt ringsherum entstehen da riesige Hotelkomplexe, das ist alles Baustelle noch. Und deswegen ist der Kanal noch nicht so sehr besucht, weil das noch nicht fertig ist. Und da konnte man schon alleine trainieren. Das heißt also schon vorbereitet für Augsburg. Augsburg ist ja auch ein Kanal. Ja. Und dann natürlich Markkleeberg. Wir drücken dir ganz, ganz doll die Daumen, dass das klappt mit der Nationalmannschaft. Sag mal, schon mal irgendwie an die Olympiade gedacht? Ja, das ist natürlich auch so ein Traum. Ja. Da denkt man immer mal dran. Irgendwann mal will man auch mal sein, wenn man dann das zuguckt im Fernsehen oder so, wie da andere dabei sind. Aber ich weiß, 2016 wird eng, also auch fast nicht realistisch, weil das kann immer passieren, aber es ist sehr, sehr schwer. Eher denke ich da an 2020 in Tokio. Na dann wünschen wir dir dieses Jahr erstmal ganz viel Erfolg und wir werden das verfolgen. Dankeschön. Danke. Thank you.
Thank you.